Vor genau 40 Jahren explodiert in Amerika der Vulkan Mount St. Helens. Auf einer gewaltigen Fläche von mehr als 57.000 Quadratkilometern hinterließ er eine Spur der Verwüstung. Meterhoch stapelte sich die Vulkanasche auf diesem Areal. Was ist heute, nach 40 Jahren, aus dieser Vulkanasche geworden? Wie viel Fruchtbarkeit im Boden ist dort anzufinden? Wir machen den Faktencheck. Bis dann, bleibt dran. Führte die Vulkanasche zu neuem Leben? Mit dieser Frage beschäftigten sich etliche Langzeitstudien und die 9 wichtigsten Highlights aus diesen Studien stelle ich jetzt leicht verständlich vor. All die Studien und Links, über die ich spreche, könnt ihr hier unten natürlich jederzeit nachlesen. Und eure Fragen könnt ihr natürlich gern auch unten in die Kommentare reinstellen. Ich antworte gern. Das Beispiel vom Mount St. Helens Ausbruch zeigt sehr schön, wie aus nacktem Vulkangesteinsmehl letztlich fruchtbarer Boden werden kann. Und die NASA hat in all den Jahren Luftaufnahmen gemacht, wo man den Verlauf der Fruchtbarkeit, also wie sich die Vegetation über diese Vulkanasche hinweg drüber gelegt hat, wie die Vegetation sich hier neu entwickelt. Man weiß schon länger, dass basisch-silikatische Vulkangesteinsmehle den pH-Wert im Boden erhöhen. Auch am Mount St. Helens hat man genau diesen Befund. Das heißt, ein pH-Wert von ursprünglich 5,5 wurde jetzt durch diese Vulkanasche, die dort letztendlich sich abgelagert hat, im Laufe der Zeit auf einen pH von 6,4 bis 6,5 erhöht. Die Vulkanasche, die beim Ausbruch von Mount St. Helens ja mit 540 Millionen Tonnen, also einer gewaltigen Summe, ausgestoßen worden ist, ist unglaublich ähnlich zu dem Vulkangesteinsmehl, das aus dem Hartsteinwerk in Kitzbühel kommt. Beides sind basisch-silikatische Vulkangesteinsmehle mit sehr, sehr ähnlichen chemischen Eigenschaften. Einem basisch-silikatischen Vulkangesteinsmehl sagt man ja häufig nach, dass es zu wenig Phosphor für ausreichende Bodenfruchtbarkeit hat. Alle Untersuchungen von Mount St. Helens widerlegen das eindeutig. So gab es bereits ein Jahr nach dem Ausbruch erste Arbeiten von Lignin, den findet ihr auch wieder hier unten, und viele Jahre später von Sims. Musste gucken. Und diese Studien sagen eines ganz klar. Pflanzenverfügbarer Phosphor ist ausreichend vorhanden und er ist nicht limitierend. Der gefundene Wert am Mount St. Helens liegt bei 42 Milligramm pro Kilo. Und Werte zwischen 45 und 50 Milligramm je Kilo gelten laut Sims, den findet ihr hier unten im Text auch wieder, ausreichend für optimales Pflanzenwachstum. Wie hat sich der Kohlenstoff, die Quelle des Lebens, dort am Mount St. Helens entwickelt? Und das ist hochspannend. Der Kohlenstoff war nämlich anfangs, also vor der Eruption, nahezu null, gerade so an der Erfassungsgrenze. Hierüber hat 1983 der Herr Engle berichtet. Musst du gucken. Und daraus ergab sich ein nahezu dreifacher Anstieg des Kohlenstoffs. Von ursprünglich 29 Milligramm pro Kilo auf jetzt dann hinterher 88 bis 90. Und dieser Kohlenstoff hat sich jährlich, Jahr für Jahr, angereichert. Und ähnlich dazu ist auch die Anreicherung der Stickstoffvorräte im Boden. Und das schauen wir uns jetzt in einer Grafik an. Die Untersuchungen der Stickstoffanreicherung gingen bis 2005, also von 1980 bis 2005. Und in dieser Zeit hat man kontinuierlich festgestellt, dass die Stickstoffvorräte sich im Boden anreichern. Bis zum Faktor 4. Das Anwachsen der organischen Masse ist eine Grundeigenschaft jeglicher vulkanischer Böden. Darum sind ja genau da, wo vulkanische Böden sind, auch so viele Menschen. Und egal, wo man hinschaut auf der Welt, wo Vulkane sind, dort leben auch in unmittelbarer Nähe die Menschen, weil einfach die organische Masse als unmittelbare Folge der vulkanischen Aktivität und der Vulkanasche letztendlich organische Masse aufbaut. Mein Lieblingsthema, die Mikrobiologie.
die Lebewesen, die im Boden nahezu unsichtbar ihren guten Job machen. Hat sich da was bewegt? Ist mehr Bodenleben durch die Vulkanasche entstanden? Auch hier am Mount St. Helen bestätigt sich das, was wir überall bei vulkanischen Böden finden. Das mikrobielle Leben geht durch die Decke, solange dort auf diesem Boden etwas wächst und etwas Grünes wächst. Auf nacktem Boden dagegen ist auch hier das mikrobielle Leben relativ reduziert. Das sind Erkenntnisse, die mittlerweile in weiten Teilen der Landwirtschaft angekommen sind und da bin ich auch sehr froh drum. Also lasst auf eurem Boden immer etwas Grünes wachsen und zwar das ganze Jahr über. Interessanterweise hat man am Mount St. Helens auch die Proteine und die Enzyme untersucht, die sich dort im Boden letztendlich bilden. Und man weiß ja, Bakterien im Boden ist gut, aber letztendlich, die reichen nicht aus. Ich habe dort Pilze, ich habe dort Enzyme, ich habe verschiedene Prozesse, die positiv oder negativ sein können. Aber über die Messung der Enzyme kann man eine Idee dazu bekommen, wie aktiv dieser Boden letztendlich wirklich ist. Warum? Weil das ist der Akku des Bodens. Das ist die Kraft, die Power, die ein Boden hat. Das ist die stille Reserve. Und das haben wir jetzt mal hier in einer Grafik dargestellt, wo wir die Phosphatase und die Dehydrogenase darstellen. Das sind beides Enzyme. Und hier seht ihr sehr deutlich, wie die Situation ohne Bewuchs ist und um wie viel mehr Enzymprozesse laufen, wenn der Boden einen Bewuchs hat. Und nun freue ich mich auf eure Fragen rund um das Thema Steinmehl. Stellt sich hier unten in den Kommentaren quasi rein. Ich werde sie gerne beantworten. Und die eine oder andere Frage werde ich natürlich auch gerne demnächst mit einem eigenen Video nochmal beantworten. Und damit ihr keinen Beitrag verpasst, den Kanal abonnieren. Bis dann, euer Steinmehlgockel.